Medienkonferenz nach dem Spiel FC Zürich gegen Servette. Bienvenue aussi à nos collègues de la Romandie. D'abord la parole est à vous, Monsieur Fournier. Votre analyse, s'il vous plaît. Ça va être très simple. Je pense que on a fait un bon match dans le jeu, comme on a souvent l'habitude de faire ces derniers temps. Et puis, naturellement, j'ai parlé avant le match d'efficacité. Et puis aujourd'hui, l'équipe la plus efficace a gagné. On se crée quand même 11 corners à 1, quelque chose comme ça à l'extérieur. On doit arriver à être plus efficace, à marquer. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait des fois Servette, c'est l'efficacité offensive et surtout défensive. Parce qu'on a été un petit peu, on a manqué d'agressivité dans les derniers 25 mètres chez nous. Et puis, c'est ce qui a permis à Zurich de gagner. Mais le résultat ne reflète pas la physionomie du match. Merci beaucoup. Urs Meier, Gratulation zum Sieg. Wie hast du diese 90 Minuten erlebt? Ja, jetzt im Nachhinein nach dem 4-0 natürlich ein riesen Kompliment an die Mannschaft, die in dieser schwierigen Woche mit den Spielen in Basel und gegen Derby, diesen zwei schwierigen Niederlagen, unnötigen Niederlagen, Bedauern haben müssen, glaube ich, haben wir heute die Effizienz im Abschluss. Kevin Schwingt oder Fettart am letzten Mittwoch haben wir heute ganz klar auf den Platz gelegt. Und ich muss sagen, das zeigt auch das Grundverhältnis von 1 zu 11, dass das Spiel von 4 zu 0, das Schlussresultat, absolut täuscht. Aber ich bin froh, dass wir heute die drei Punkte gegen einen für mich guten Gegner gewonnen haben. Und das bringt uns weiter nach vorne für den Platz und Rang 5, wo ja berechtigt ist, auch für die europäischen Wettbewerbe. Und in der Defensive haben wir trotz vielen Standardsituationen haben wir Ruhe bewahrt und die Konzentration behalten und konnten am Schluss die Null nach Hause bringen. Und darum, die Mannschaft hat heute wirklich sehr viel Moral gezeigt und Charakter nach dieser schwierigen Woche. Vielen Dank, Urs Meier. Die Fragerunde ist eröffnet. Wo questions, s'il vous plaît? Kommt ein Wort zu Konkurrenz? Wollte ein kleines Ton? Die Frage geht an Urs Meier, und zwar geht es um Stefan Kukuruzovic, damit uns die Gäste in der VIP-Lounge und im Stadion auch hören. Ja, das war eine eindrückliche Antwort von Kuki in diesem Spiel. Er hat ja bereits in Basel gespielt. Er war dann nicht im Aufgebot gegen die Grasshoppers am Mittwoch. Und ich habe ihm auch die Begründung gesagt, weil nicht im Aufgebot war, er hat das natürlich für ihn eine riesen Enttäuschung war, aber die Antwort hat er heute eindrücklich gezeigt mit diesen zwei wunderschönen Toren. Ich habe ihm selbstverständlich auch gratuliert und ich war ihm das von Herzen gönnen. Und das ist eigentlich auch der Teamgedanke, und der muss so sein. Enttäuschung gehört zum Fußball, aber vor allem muss man nachher die Enttäuschung beiseite legen und mit der Leistung zeigen, dass man eigentlich Anspruch hat auf einen Startplatz. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, bedanken wir uns für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Heimreise. Auf Wiedersehen.